jetzt wieder in eine falsche Position gebracht hat und ich muss das jetzt wieder ändern. Okay. Also, merke, scheiß drauf, ob man mich beim Trinken hört. Gut. Naja. So, da vorne muss ich jetzt. Ja, ich muss links, ich muss links, ich muss links. Tut mir leid. Aber ich muss links. So, eigentlich auch komisch, dass ich für so eine kleine Fracht so viel Geld bekomme. Also, auch wenn ich mich jetzt mit dem Aufleger verschätzt habe mit der Größe, wiegt die ja auch nur 11 Tonnen, glaube ich. Und das ist relativ wenig. Also sonst tue ich das immer so um die 20 bis 22 Tonnen transportieren. Wer weiß. Also ich bleibe ja gleich hier, weil, genau, hier ist wieder eine Abfahrt. So. Da gibt es ja immer, weil wir das Streckenabschnitte da kommen, alle paar Kilometer so eine Abfahrt. Da waren jetzt die zwei Abfahrten hier noch, ja, ich sag mal harmlos. Es gibt ja teilweise auch mit 5, 6, 7, 8 hintereinander. Jetzt passt mir mein Mikrofon schon wieder nicht. Das gibt's doch nicht, ne? Gebt mir mal kurz eine Sekunde. Ich muss hier mal kurz. Okay, ich werde mein Mikrofon nie wieder verschieben. Nie wieder. In meinem ganzen Leben nicht. So. Jetzt dürfte das wieder passen. Ich das jetzt. Ach so. Wir entschuldigen uns für die kleine Störung, aber ich bin zu blöd, ein Mikrofon aufzuhängen. So, jetzt passt wieder alles. Und ich komme noch gleich mal gescheit hin. Und da liegt noch eine Plastiktüte am Boden. Ich hätte aufräumen sollen, nachdem ich das Ganze zurückgeschickt bekommen habe. Also ich habe jetzt mir, wie gesagt, eine neue Tastatur gekauft und das Mikrofon. Und noch ein bisschen USB-Hub, USB-Verlängerungskabel. Da kommt schon ganz schön viel Plastik und Papier und allgemein Kartons und alles Mögliche zusammen, ne? Ich darf 90 fahren. Haha. Okay, dann ist es anscheinend doch nicht so frachtabhängig, sondern landabhängig, wie schnell man fahren darf. Obwohl mit LKW darf man allgemein immer ein bisschen langsamer als mit dem Auto fahren. Muss man immer allgemein ein bisschen langsamer als mit dem Auto fahren. Ja, ich kann noch im 10. Gang bleiben. Ich könnte zwar jetzt auch in den 12. gehen, aber der 10. geht noch klar. So, ich muss hier noch kurz so. Jetzt dürfte das Mikrofon auch wieder passen. Jetzt werde ich wieder Tage nicht mit der Einstellung zufrieden sein, das alle 10 Sekunden verändern. Und was ist schuld? Weil ich nicht wollte, damit man mich jetzt in der Aufnahme dringend hört. Ich sag dazu jetzt einfach gar nichts und dann wird alles gut. So, schnell nach links. Die müssen da langsam fahren. Ich dachte schon fast, die müssten da warten, wegen Halbstau, sage ich mal. Aber nein, alles gut. 90 km/h. 89. Ich schalte jetzt doch mal hoch, damit ich ein bisschen Sprit spare. Ich gucke aber erstmal hier. So. Schalte den scheiß Tempomat an. So. Jetzt sind wir auf 90. Jetzt sind wir schön im unteren grünen Bereich. Da dürfte ich jetzt nicht so viel Sprit verbrauchen. Und ich muss 70 fahren. Gangwechsel, hey. Und wieder 90. Das gibt's nicht, ne? Okay, ich bleibe in dem Gang. Die Palette mehr auf die 100 Kilometer, das ist jetzt mir egal. Oh nein, ich bin zu böse. So, und wir haben auch nur noch 1700, genau. 713, 712, 711 Kilometer vor uns. Ja, das geht ja einigermaßen schnell runter, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt auch schon die längste Fahrt, die ich bis jetzt im Eurotag gefahren bin. Also in der Aufnahme. Eurotag 1 bin ich noch viel längere Fahrten gefahren. Das ist aber wieder eine andere Geschichte, ne? So, ich muss nach links. Und ich muss langsamer werden.
Hey, mein Glück wird, wenn ich auf die Bremse gehe. Ich hasse diesen Stuhl. Sehen wir gleich, ob der Motor mehr Kraft hat. Und das sieht gut aus. Ja, der hat mehr Kraft. Obwohl, ich habe auch gerade nur 11 Tonnen Fach dabei. Das könnte den etwas... Das könnte etwas... verschieden sein, die Ansichten so. Gut. Und wieder hochschalten. Wir dürfen 90 fahren. Ich fahre noch nur 11 Tonnen, ne? Oh, steht hier nicht. Okay. Ich dachte eigentlich, das steht da. Eine Sekunde mal kurz. Ich muss mein Mikro richten. Ach Gott. Perfekt. Ich bin ein Meister. Hochschalten. Vielleicht bin ich doch nicht ein so guter Meister. Vielleicht nur ein halber Meister. Ich muss mal auf die Straße schauen. Ich gebe es zu. Aber erst gleich. So, jetzt kann ich wieder auf die Straße gucken. So. Wir müssten gleich schlafen gehen. Jetzt aber noch nicht. Ich glaube, in der Zugfahrt kann man schlafen. Also in der Zugfahrt wird das wieder aufgeladen, sag ich mal. Entladen, aufgeladen, was auch immer. Kommt an, wie man sieht, aufgeladen ist voll oder aufgeladen ist null. Ne? Also noch volle Verfügbarkeit, sag ich mal. Macht alles Unterschiede. Ich nehme alles zurück, ich bin gar Meister, das Mikrofon passt immer noch nicht. Ich fahr zu schnell. So, ich schalte mal kurz den Tempomat ein. Oh Gott, was ist denn jetzt los mit mir? Das gibt's doch nicht. So 90. So, werde ich mich jetzt mal ein bisschen auf die Straße konzentrieren. So. Jetzt fahren wir nach Frankreich. Das ist die französische Flagge, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und auf der anderen Seite waren die belgische Flagge. Das heißt, wir sind jetzt von Belgien nach Französien gefahren. Nein, Frankreich. Alles klar. Französien. Ja. Das sind immer die Worte, die man schneller findet, wenn man gerade nicht weiß, wie das richtige Wort heißt. Und dann tut man natürlich so, als wenn man es gleich wüsste und... Also, als wenn man es schon vorher gewusst hätte. Und sagt das dann einfach. Schlau. So, dann müssen wir nach rechts abfahren. Ab- oder auffahren. Oder umfahren. Sieht nach einem Umfahren aus. Also von Autobahn A nach Autobahn B. 90? Ja, alles gut. Gut, ja, jetzt auch die Autobahnschilder, sag ich mal. Also die Schilder, die man unten auf dem Navi sieht. Die Kennzeichnungen wieder in einer anderen Farbe. Bisschen kleiner. Die sind ja in Deutschland blau, in Frankreich rot und in Belgien waren sie weiß. Warum eigentlich? Fragen über Fragen. So, warum bin ich schneller als die Autos vor mir? Weil ich abbremsen muss. Nein, haha. So, ich gehe jetzt gleich mal auf die linke Spur. Tut mir sehr leid. Ich möchte jetzt nicht die Geschwindigkeit abbauen, ich muss die Geschwindigkeit abbauen. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Bleib doch stehen, du Vollidiot. Als wäre noch ein bisschen ruckartiger gebremst hätte, wäre auch noch der nächste auf mich hin drauf fahren. Obwohl, ich habe so gut gebremst wie möglich. Ich bin gleich natürlich volle Kanne auf die Bremse gestiegen, um den bevorstehenden Unfall zu vermeiden. Hat aber nicht funktioniert. Das gab ein bisschen Gas. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber man muss sagen, der doch einfach grundlos, muss ich sagen. Also ich habe keine erkennbare Gefahr, sag ich mal, gesehen, die jetzt so eine Vollbremsung von meinem Vordermann erlaubt hätte. Allerdings weiß ich auch nicht, was ich eigentlich für einen Mindestabstand mit dem LKW halten muss.
Also kann auch sein, dass ich einfach den Mindestabstand missachtet habe und deswegen in ihn reingeknallt bin. Sehr wahrscheinlich sogar. Weil normalerweise bräuchte man ja Zeit, wenn er einem vor einem einen Vollbaum zumacht. Dann noch die menschliche Reaktionszeit, ich weiß gerade nicht, wie lang die ist, plus die also die Zeit, die dann dazu gefährt, während man reagiert, und dann noch